Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Video, zu einem neuen Krypto-Video auf meinem Kanal. Es ist der 22.04.2018, 18.31 Uhr und die Lage spitzt sich gerade enorm zu. Wir haben eine massive Resistance-Line bei den 9K, die wir durchbrechen müssen. Wenn wir diese Line durchbrechen, könnte es nochmal richtig abgehen, könnte auch mal richtig FOMO herrschen. Wir haben jetzt zwar einen riesigen Pump erlebt von 6,8K bis 9K circa, ohne großes Retracement. Wir hatten zwar einmal einen kleinen Pullback von knapp $400, wo wir von den 8.300 auf den 7.900 Retracement gegangen sind, aber das war wirklich auch extrem bullish, weil ganz ehrlich, ich habe mit einem Tag gerechnet von 7,6K bis 7,8K und 7,8K war mein ultra bullish Mega Target und 7.900K haben wir retraced. Und jetzt ist halt die Frage, was geht hier ab? Ich war bis hierhin short, also ich habe diesen Short hier mitgenommen und habe meine Shorts jetzt aber alle schon geclosed in diesem Bereich hier. Ich hätte die gerne hier unten geclosed, aber leider war ich zu dumm dafür, weil ich mir dachte, okay, die Bullen werden gerackt. Aber momentan bin ich einfach extrem verwirrt und ich weiß nicht, was ich von dem Setup halten soll. Wir haben hier einen Support, der richtig stark hält. Wir haben hier eine Resistance, die richtig stark hält. Wir haben richtig viel Sales über 9K, aber ein gutes Wort für die Bullen, die Sales werden weniger. Wir hatten gestern noch knapp 4K Bitcoin bei den 9050 auf BitMEX. Momentan sind es knapp noch 1500, also die Sell Walls werden weniger. Waren natürlich wieder einige Fake Walls dabei. Und wir haben jetzt hier ein Symmetrical Triangle, was sich hier zuspitzt am 15-Minuten-Chart. Und das ist jetzt nur mal die Momentaufnahme. Ich überlege mir vielleicht gleich nochmal einen Long hier oben einzugehen, wenn wir hier wirklich durchbrechen. Momentan mache ich gar nichts. Aber wenn wir das Dreieck halten, dann auf alle Fälle ist es noch ziemlich bullish, aber auf der anderen Seite müssen wir uns einfach mal korrigieren. Also es klingt immer so obligatorisch, wir brauchen eine Korrektur, aber ich sehe irgendwie mittlerweile keinen Weg mehr dran vorbei, dass wir irgendwann mal einen kleinen Bullback sehen, weil wir haben jetzt zwar, okay, wir hatten diesen Test bei der 9K und wir sind richtig runtergerasselt. Das war ein kleiner Pullback, aber wir switchen jetzt direkt hier auf den Tageschart, damit wir uns das Ganze mal ein wenig von der größeren Perspektive anschauen, weil wir sind jetzt hier immer auf den niedrigen Timeframes unterwegs. Das ist auch für viele gerade hodelangweilig, deswegen wechsle ich hier mal auf den großen Timeframe. Und ihr seht auch hier, ich habe hier schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Wellen hochgezählt. Wenn das die 5 Wellen waren, die wir hier geformt haben, dann hätten wir hier mal ein Retracement-Target von knapp 0,236, wäre ultra bullish, 8400, wenn wir davon wegbouncen, das wäre mega ultra krass, weil dann hätten wir hier den Support von Welle 3, wir hatten hier ein 0,236 Retracement, 0,618 liegt bei 7462, kann ich mir momentan nicht vorstellen, da wir momentan so ein heftiges bullisches Momentum, bearish bullisches Momentum am Gang haben. Momentan prallen wir jetzt gerade wieder ab von den 9K. Die Frage ist, ob das Triangle hält. Wenn das Triangle hält, darauf schaue ich nochmal danach ganz kurz, dann können wir davon ausgehen, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Push nach oben sehen werden. Sollte das Triangle jetzt komplett nach unten durchbrechen, dann müssen wir uns erstmal korrigieren auf alle Fälle. So, was wir jetzt noch sehen, sind verschiedene Pattern. Wir haben hier ein Double Top, was wir formen. Das ist ganz mega bearish, wenn wir dieses Double Top halten. Sprich, wenn wir es nicht schaffen, die 9K durchzubrechen, dann könnte es ziemlich schnell wieder Richtung 6,8K gehen. Was ist so ein Double Top? Ein Double Top sieht wie folgt aus. Das ist einfach ein M. Und das heißt, psychologisch betrachtet, wir haben hier eine Resistance Line, die in unserem Fall bei 9K liegt. Stellt euch das Ganze jetzt ziemlich gerade vor, ich habe es ein wenig falsch gezeichnet. Und das heißt konkret, wir hatten einmal den Versuch 9K zu brechen, hatten Resistance, es gab einen Abverkauf. Gab wieder einen neuen Run zu den 9K und wenn es jetzt wieder wenn jetzt die Resistance wieder hält, sagen wir mal so, dann kommen noch mehr Seller rein, weil dann sind die Seller, okay, 9K hielt schon einmal, es ging schon einmal runter auf die 6,8K. Wenn das Ganze wieder haltet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass noch mehr Leute shorten und noch mehr Leute die 6,8K targeten. Also ein Double Top wäre für uns jetzt erstmal mega bearish, was mega bullish ist im Gegenzug der Double Button. Ein Double Button, also ein Doppelboden, damit wir auch mal Deutsch sprechen von dem deutschen Kanal, ist einfach, dass der Support zusammenhaltet. Marktpsychologisch betrachtet, genau umgekehrt, Support wurde einmal getestet, Buyer kommen in den Markt, Support wurde zweimal getestet, noch mehr Buyer kommen in den Markt, weil sich alle denken, okay, der Support ist legit, ich sollte hier einkaufen, weil es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass wir hier darunter schließen werden. Nur mal kurz das Ganze psychologisch betrachtet. Wir sehen hier auch unter anderem einen Head and Shoulders, beziehungsweise sehen viele Leute einen Head and Shoulders. Ich glaube, viele Leute sehen das hier als Inverted HS, also Inverted Head and Shoulders. Bin mir nicht ganz sicher, ich verwende Head and Shoulders in meiner Analyse auf keinen Fall, da ich kein Fan von diesen Patterns bin. Ich bin auch kein Fan von Cup and Handle und so weiter, weil ich einfach denke, dass zu viele Noobs auf dem Kryptomarkt sind, um diese Pattern korrekt zu deuten. Denn Head and Shoulders ist nicht einfach nur die Schultern ziehen und den Kopf. Head and Shoulders hat viel mehr
mit Volumen zu tun, da muss man Volumen beachten, die Neckel und so weiter. Und es ist dann nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen. Weil, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, als wir auf die 6,7K gedippt sind, da haben alle hier ein Head and Shoulders gesehen. Und da haben alle gesagt, Head and Shoulders Breakout 20K mindestens. Was ist passiert? Boom, Breakdown. Also Head and Shoulders sind für mich im Kryptobereich ziemliche Bullshit. Und ja, ich trade nicht danach, auf keinen Fall. Und ich werte meine Analysen auch nicht danach aus. In dem Fall war es extrem obvious, dass es kein Head and Shoulders ist, weil habt ihr schon mal eine Person gesehen, die eine Schulter höher hat als die andere, also irgendwie Quasi-Modus-Style, das war obvious, dass es kein Head & Shoulders ist. Und hier sind jetzt halt auch wieder ein Head & Shoulders, ist vielleicht ein wenig mehr Ledgehead, aber wie gesagt, sehe ich nicht so gern in meine Analyse ein. Wie gesagt, 5 Minuten Timeframe formt sich noch dieses Symmetrical Triangle. Wir haben immer noch eine Serie von Lower Highs, was mich sehr beeindruckt, weil die Sell-Off-Pressure ja auch ziemlich immens ist, sobald wir die 8K erreichen. Aber die Bären haben es noch nicht wirklich geschafft, uns unter die 8,7K zu drücken. Hier sogar 8,8K, die hier hält, mit diesem Symmetrical Triangle. Dementsprechend kann ich ein bullisches Szenario noch nicht vom Tisch legen. Sobald dieses Dreieck nach unten ausbricht, können wir uns mit den Retracement Targets beschäftigen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann kommt am besten in unsere Telegram-Gruppe, denn solche Themen werden da laufend besprochen. Also wenn der Breakout stattfindet, könnt ihr euch sicher sein, dass bereits 50 Nachrichten in unserer Gruppe sein werden. Sprich, Szenario momentan, ich beobachte, ob das Triangle hält. Wenn das Triangle hält, werde ich mal meine Long Orders vielleicht reinsetzen. Ihr wisst, ich trade auf BitMEX. Wenn ihr auf BitMEX traden wollt, schaut in die Beschreibung. Ich habe einen Reflink drin. Noch ein Video zu gemacht, weil ich immer wieder gefragt werde. Wenn dieser Support haltet, dann werde ich ziemlich sicher irgendwo long gehen, werde schauen, ob wir auch hier drüber pushen. Wenn dieser Support nicht haltet, orientieren wir uns um und schauen uns Retracement Targets an. Das Hauptproblem ist momentan, dass wir hier in diesem Bereich massive Buy Orders haben und hier massive Sell Orders. Was man hier machen kann, ist einfach scalpen, sprich auf, ab. Ziemlich schwierig für Anfänger, dementsprechend empfehle ich es euch nicht. Aber zum Beispiel hier habe ich das erste Mal gescalpt. Von den 9K den Short. Das kann ich auch zeigen. Wenn diese. Okay. So. Okay. Seht ihr da diese Welle hier hoch? Das war dann mein Go-Time für den Short. Das heißt, ich nehme die FIP Extensions. FIP Extensions mega ultra powerful. Wir haben hier eine Welle hoch. Wenn es da funktionieren würde. Hier eine Welle hoch. Hier eine Welle runter. Und dann. Das war jetzt Blödsinn. Und dann 161.8 Extension. Das heißt, ich hatte hier, erstens mal hatte ich die Confidence, dass ich wusste, wir sind mittlerweile schon 15 Mal bei 9K abgeprallt. Also die letzten Tage 3 Mal, im März glaube ich 5 Mal und im März sind wir auch auf 600 gerasselt. Also ich wusste, der Support, also der Resistance bei 9K ist ultra, mega stark, heftig, wird nicht so schnell brechen. Die Sell Wall ist heftig. Ich wusste, wir haben hier oben schon eine 161.8 Extension von der Welle davor. Und die Frage war dann, kann diese Sell Wall gesmashed werden? Wenn ich dann hier nochmal diese Welle als Vergleich mit reinnehme, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das zählt man eine komplette Welle, wisst ihr, wie ich meine? Dann hätte man hier auch komplett die 1-to-1 Extension. Also 1-to-1 Extension war dann für mich einfach Go-Time für einen Short. Das heißt, ich bin den Short hier nach unten geridet und habe dann hier irgendwo geclosed. Ich glaube, das war sogar mein Stop-Loss, weil ich natürlich nicht hier geclosed habe. Das schafft ihr nicht, dass ihr ganz unten closed. Und ich war auch ehrlich gesagt viel zu gierig, weil ich mir dachte, wir sind jetzt wieder diese 8,6K und ich kann damit richtig Money machen. Leider wurde ich gerackt sozusagen. Ich habe zwar Profit gemacht, aber nicht wirklich viel. Aber so macht man das. Sprich, Extensions ziehen von der Welle davor und das mit den Extensions ist wirklich, ja, das powerful, wirklich powerful. Weil Extensions nehme ich lieber her mittlerweile als Retracements eigentlich. Ich kann es auch hier probieren. Zack, runter. Und haben auch hier 161.8 Extension auf den Dollar genau. Also genauer kann man es nicht haben. Und die Lines dienen einfach als Resistance. Die werden immer Resistance sein. Sprich, wenn ihr einen Move nach oben sehen werdet, also nicht jetzt so eine riesen grüne Kerze, die 1000 Dollar nach oben geht oder 200 Dollar auf einmal, 1000 Dollar war übertrieben, dann gibt es keine Resistance. Aber diese kleinen Kerzen, die stoßen sich an jeder Resistance, also an jeder FIP-Linie als Resistance. Sprich, 61,8 ist Resistance, 1-to-1 ist Resistance. Sorry, ich habe vorher Existence gesagt. Resistance natürlich. Und das ist dann natürlich euer Indikator dafür, ob ihr denn jetzt shorten sollt, ob ihr den Long closen sollt. Ja, wenn ihr wirklich seht, okay, 161.8 wurde richtig angetestet, wurde nicht durchbrochen, dann würde ich euch empfehlen, den Long erstmal zu closen.
Ich würde sagen, wir haben hier mal alles abgearbeitet. Hier haben wir noch das Orderbook. Und ihr seht, die Sellwalls werden jetzt wieder kleiner. Ist wirklich heftig. Die Sellwalls waren natürlich wieder massiv gefaked teilweise. Wir hatten gestern noch in diesem Bereich 4000 Bitcoin, haben jetzt 2000 Bitcoin hier drinnen. Die Buywalls im Gegenzug sind ultra krass bei 8700. Natürlich, Vorbehalt, könnten auch alles Fake Walls sein, damit die eben da diesen Fake FOMO kreieren. Passiert auch sehr oft, 4000 Bitcoin bei 8700 allein auf BitMEX. Ist zu respektieren auf alle Fälle. Und wir schauen nochmal kurz auf CoinMarketCap, bevor ich dieses Update beende, dieses Update zum Wochenende, zum Wochenschluss, Sonntag ist. Wir haben heute Bitcoin Cash gesehen mit einem massiven Run. Roger Ver wird sich freuen darüber. Ich weiß nicht, was bei Bitcoin Cash abgeht. Hab in irgendeiner Telegram-Gruppe gelesen, dass irgendwas mit einer Hardfork am Start ist. Bin bei Bitcoin Cash aber fundamental nicht am Start. Ripple hat einen mega Run gehabt. Auf 96 Cent, wirklich GG an alle Ripple-Holder. Genauso an IOTA-Holder von knapp 95 Cent. Ich weiß noch, ich habe IOTA analysiert, da hatten wir knapp einen Dollar. Und wir sind, glaube ich, sogar unter die Dollar-Grenze gebrochen. Jetzt 2,3 Dollar. Ultra mega heftiger Run von IOTA. Muss man respektieren. Und hier haben wir auch noch ein paar Coins, die keiner kennt. Denta Coin habe ich schon oft pumpen sehen. iOS Token bin ich raus. Eternity auch. Also hier sehe ich nicht wirklich was Interessantes. Zilliqa ist ganz interessant. Und mehr sehe ich hier erstmal auch nicht. Ich denke, das reicht für das Update. Wie gesagt, ihr müsst aufpassen. Ihr müsst den Support respektieren. Ihr müsst die Bullen respektieren. Ihr müsst auf der anderen Seite auch die Bären respektieren. Weil die Sellwall ist hier oben noch stark. Die Sellwall lichtet sich mittlerweile. Der Support hier bleibt stark. Mittlerweile bin ich wieder mehr bullish als bearish, aber wie gesagt, kommt in zur Gruppe. Dann bleibt ihr immer am neuesten Stand. Ich werde jetzt hier gleich entscheiden, was ich hier mache. Aber seht diese Kerze allein schon wieder, das ultra krass, wie dieser Support haltet. Die Bullen sind mächtig am Drücker, erleben wir bald den Breakout. Wenn wir aus den 9000 ausbrechen, könnt ihr euch sicher sein, dass wir die nächste riesen grüne Kerze sehen, die uns fast auf die 9,3, 9,4k hochgeht. Ich muss da nochmal rauszoomen. Ich weiß, dass auf 9,8k noch eine heftige Resistance liegt. Bis dahin haben wir, glaube ich, Go-Time. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.